Hallo, an diesem Videofilm möchte ich euch zeigen, wie man eine Geschirrspülmaschine auf natürliche Weise mit natürlichen Mitteln sauber machen kann. Einmal in der Woche kann man statt mit Chemikalien und anderen Mitteln, kann man mit natürlichen Mitteln super, super sauber, glänzt die Maschine und riecht sogar sehr gut. Kann man auch zwei, dreimal in der Woche, wie man möchte. Oder nur zweimal im Monat, je nach Bedarf. Und zwar, ich habe hier 100% Zitronen, Zitronensaft, 250 Milliliter und eine Sprühflasche benötigen wir dafür. Werden wir diesen Saft in Sprühflasche rein, einfach die ganze Maschine, Geschirrspülmaschine sprühen, einwirken lassen und fertig ist das. So. Einfach sprühen die ganze Maschine und den Tür von Geschirrspülmaschine und dann einfach laufen lassen ohne Geschirr, damit das die ganze Maschine glänzt und sauber wird. Aber bitte erstmal den Korb raus, damit man mehr Platz hat. Und wie funktioniert, zeige ich euch jetzt. Sogar da unten, wo diese Sieb ist, einwirken lassen, halbe Stunde. Jetzt habe ich die Einwirkzeit halbe Stunde gelassen, das ist schon genug, mache ich immer so. Dann den Kolb auch ein bisschen, wie gesagt, bei Kurzspülen einfach anmachen. Es wird die Maschine total sauber desinfiziert. So, die Geschirrspülmaschine ist schon fertig. Ich habe sie einwirken lassen, ungefähr halbe Stunde, und das Wichtigste habe ich einmal bei Schnellprogramm bei 65 Grad durchlaufen lassen und jetzt glänzt wie neu. Piccolo Bello sauber. Schaut euch an, alles glänzt. Also man kann, wie man möchte, einmal im Monat, einmal in der Woche oder zweimal im Monat einfach mit Zitronen, ohne Chemie, also mit Naturmittel, umweltfreundlich die Geschirrspülmaschine sauber machen. Ich wünsche euch viel Spaß zum Nachmachen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!